Alles ist in der Hand der Mächtigen und wir können nichts dagegen tun. Guten Morgen! Ganz häufig höre und sehe ich diese Kommentare. Aber habt ihr euch eigentlich mal gefragt, wer diese Mächtigen im Hintergrund eigentlich sind? Ja, das sind Menschen. Jeder einzelne in den Augen vieler Menschen bösartige und machthungrige Aktion ist von einem Menschen initiiert worden. Denn es gibt wahrscheinlich keine außerirdische geheime Kontrollgruppe, die alles auf der Erde im Hintergrund manipuliert und ein großes Netzwerk, eine Infiltration aufgebaut hat. Alles sind Menschen. Und alle Menschen waren mal Babys. Alle Menschen sind aufgewachsen und zu dem geworden, was sie nun sind. Und manche Menschen sind nun eben mal in einer Machtposition gelandet. Wie der amerikanische Präsident, wie der reichste Mann der Welt, Bill Gates oder eben auch Mark Zuckerberg und so weiter. Jeder dieser mächtigen Persönlichkeiten ist irgendwann geboren worden und konnte sich im Laufe seines Lebens entscheiden, ob er einfach in einer Opferrolle verharrt und meint, ich kann sowieso nichts ändern, oder aber eben die Ärmel hochkrempelt und die Karriereleiter hochkraxelt, um was auch immer mit dem erarbeiteten Geld zu machen. Oder unterstellt man einem Mark Zuckerberg, Sohn einer Psychotherapeutin und eines Zahnarztes, dass er von der Gruppe der Mächtigen auserwählt wurde und man ihm die Idee mit Facebook und Facebook zu gründen gesteckt hat, um dass er dann einer der 10 reichsten Männer der Welt wurde? Wahrscheinlich nicht. Und er hatte einfach eine Idee und er hat hart dafür gearbeitet und diese Idee umgesetzt. Nicht, dass ich der Meinung bin, dass sein Leben nur mit zig Milliarden auf dem Konto und dem inneren Drang, immer mehr Geld zu verdienen, nun irgendwie lebenswerter oder erstrebenswerter ist als das eines Maurers, der seinen Job liebt. Aber man muss anerkennen, dass Mark nun einer aufgrund des Geldes mächtigsten Menschen der Welt ist. Genau wie die meisten auch in der Politik oder in der Wirtschaft hart dafür gearbeitet haben, in diesen Positionen zu sein, wo sie sind. Alle Menschen, die heutzutage die Liste der Mächtigen anführen, haben im Laufe ihres Lebens diese Macht erworben. Die Zeiten sind vorbei, wo man als Sohn eines Kaisers das Zepter der Macht automatisch in den Arsch geschoben bekommt. Selbst der Milliardärsohn muss erstmal beweisen, ob er das Unternehmen des Vaters zum Beispiel weiterführen kann. Und genau wie es damals möglich war, auch den Kaiser Kopf zu ermorden oder den Kopf wegzuschlagen oder ist ja dann ermorden, so wird ein Unternehmen geführt von einem Unfähigen über kurz oder lang von der Konkurrenz geschluckt. Und selbst wenn ich die Macht erarbeitet habe und also Macht gewonnen habe in meinem Leben, so sterben die Menschen doch unglücklicherweise immer wieder und es entsteht wieder ein Machtvakuum, was von neuen Menschen besetzt werden will. Ne? Wenn der Chef von Apple an Krebs stirbt, wer wird Nachfolger? Ne? Da gibt es verschiedene Interessengruppen. Oder denkt ihr, dass alle sagt, oh nö, mach du das nur, ist vorgezeichnet. Da ist ein Hunger da. Wenn ein Machtvakuum entsteht, dann wollen die Leute wieder rein. Schaut euch doch mal an, wie viele Menschen es auf dieser Welt gibt, die gerne Macht haben wollen. Ne? Schaut in die Augen dieser Menschen, da seht ihr das. Die wollen in diese Lücke hineinstoßen. Es ist natürlich sehr bequem anzunehmen, dass man selber nichts ändern kann und dass es eine große oder eine kleine Gruppe an Menschen gibt, die entweder ja, nie sterben oder immer ganz harmonisch ihre Nachfolger bestimmen. Was uns die Geschichte gelehrt hat, dass es immer ganz reibungslos klappt, solche Bestimmungen von Nachfolgern, sodass nie was nach außen dringt. Es dringt aber genug nach außen. Die Mächtigen und die Superreichen demonstrieren und kämpfen öffentlich. Schaut euch doch mal die Unternehmen an, wie sie sich bekriegen mit Patentsverletzungen und mit Zwangsübernahmen. Natürlich findet nicht jede Absprache und jedes Detail den Weg in die Öffentlichkeit, das ist selbstredend. Und natürlich streben die Mächtigen immer noch nach mehr Macht und versuchen wo es nur geht ihren Einfluss mit Geld auszuüben und schaffen das natürlich auch an der einen oder anderen Stelle. Aber versucht zum Beispiel mal einer liebenden Mutter das Kind einfach so wegzukaufen. Selbst mit Milliarden kann man nicht alles haben und unterliegt der Natur. Auch Milliardäre sterben an Krebs. Vielleicht haben sie einen goldenen Tropf neben ihrem Bett stehen und 10 nackte Nubierinnen, die um das Bett tanzen, aber sie sind auch nur Menschen. Und das muss mal in die Köpfe der Person rein, die sich in ihre Opferrolle suhlen, endlos suhlen. Die Menschen, die sich hinstellen und sagen, das ist alles manipuliert und wir haben überhaupt keine Möglichkeit mal irgendwie was zu ändern. Wir haben ein tiefstes Mitgefühl, ehrlich. Man kommt auch nicht so schnell raus, wenn man einmal so drin ist in diesem alles ist manipuliert und alles und da in jeder Ecke ist der schwarze Mann. Weil die Welt eben nicht komplett transparent ist. Man kann immer zu jeder Sekunde
auf dieser Welt irgendwo immer irgendwo ein Konstrukt im Geist erfinden, warum man ja irgendwie keine Chance, was, Chance hat, was zu ändern. Der Geist der Menschen ist, die diese Ängste haben, der ist daher oft aus meiner Sicht in einem gewissen Stadium irreparabel geschädigt. Du kommst da nicht mehr ran. Du kommst da nicht mehr ran an die Leute. Da spielen zahlreiche Schutzmechanismen mit rein. Angefangen von hormonellen Ausschüttungen bei der Befeuerung von neuronalen Netzen, die man sich kreiert hat, bis hin zum elitären Denken, dass man selber die Welt durchschaut hat. Und alle anderen, die konstruktiv denken, alle Menschen, die sich in einer Machtposition arbeiten wollen, und alle Menschen, die darüber innerhalb der Politik debattieren und wie man das, zum Beispiel das Machtstreben der einzelnen Elemente, wie zum Beispiel der Unternehmen, eindämmen kann. All diese Menschen werden dann einfach vom Gehirn des Leidenden als Menschen eingestuft, die es einfach noch nicht begriffen haben, dass das alles schlecht ist, dass wir nichts ändern können und dass Machtpositionen bereits für immer und ewig vergeben sind. Ich sehe da ein Bild von einem Film, den ich irgendwann mal geschaut habe vor mir, wo ein offensichtlich Geisteskranker hinter seinem Rollbett hockt und den ankommenden Arzt, der ihm helfen möchte, und ihr wisst, ich habe selber so ein bisschen ein ambivalentes Gefühl mit Ärzten, aber doch hin und wieder bei einem gebrochenen Bein zum Beispiel sind sie dann sinnvoll, aber wir gehen einfach mal aus, der Arzt wollte ihm wirklich helfen und in dem Film war das wirklich so. Und der Geisteskranke hinter seinem Bett versteckt sich und mit zuckenden Zeigefingerbewegungen schreit den Arzt an, dass er der Teufel sei. Und so traurig es ist, viele Menschen befinden sich eben genau in dieser Rolle. Und genau wie dem Geisteskranken in dem Film macht es auch keinem Sinn, Menschen zu erklären, dass es keine einheitliche, homogene, in sich friedlich agierende und über Jahrhunderte harmonische Gruppe von Menschen gibt, die die Fäden der Welt in die Hand nehmen und in der Hand halten und dadurch keine Chance hat, irgendwas zu verändern. Was tatsächlich existiert, sind sehr viele mächtige Menschen, die die Fäden tatsächlich in der Hand halten, was aber offensichtlich und öffentlich ist. Was existiert, sind Menschen, die immer mehr Macht haben wollen, die dabei über Leichen gehen und andere Menschen maximal ausnutzen. Was existiert, das sind ideologisch verblendete Menschen, die ihre Macht aus einer Wahnvorstellung einer Gottheit, die sie gesegnet hat, ableiten. Was existiert, ist Armut, das ist Hunger und echtes körperliches Leiden dieser Welt. Und diese ganze Scheiße, die muss geändert werden. Und dafür muss man seinen Arsch hochbekommen, damit man selber die Macht bekommt, was zu ändern, was zu tun. Und dass es möglich ist, das beweisen viele Menschen täglich in dieser Welt. Und die Personen, die täglich rumheulen und rumlamentieren, wie machtlos sie doch sind und das alles sowieso nicht änderbar ist, die braucht kein Mensch. Menschen, die sich als Aufklärer darstellen, aber einfach nur andere Menschen zum gemeinsamen Opfersein zelebrieren, um sich sammeln, um sich dann selber besser zu fühlen, um ihr Ego zu nähren, die erschweren die geistige Evolution der Menschen immens, weil sie natürlich eine bequeme Alternative darstellen. Schaut euch doch mal im Internet um. Wie viele Gruppen gibt es, die ihr Leben in der Opferrolle genießen, die sich da in Foren zusammengetan haben, in Gruppen, Facebook und so weiter, die einfach den Weg des geringsten Widerstands gehen und nur am Rummeckern sind, anstatt mal aufzustehen und wirklich was zu bewegen. Ne? Immer wieder beweisen Menschen, dass es keine geheime Machtorganisation gibt, indem sie vom Tellerwäscher zum Millionär aufsteigen und dann eben Macht haben. Aber anstatt das anzuerkennen, wird dann kurzerhand beschlossen, die gehören jetzt auch dazu. Aber wozu? Das sind trotz aller Krankhaftigkeit des Geld- und Machtstrebens und fehlender Bindung zur Natur Menschen, die besondere Ideen gehabt haben, die Risiken eingegangen sind oder die durch harte Arbeit und kluge wirtschaftspolitische Entscheidungen, klug im Sinne der Wirtschaftspolitik, ihre Macht in diesem kranken System erworben haben. Auf jeden Fall Menschen, die nicht rumgesessen haben und sich in ihrer eigenen Unzufriedenheit gesuhlt haben. Das sind Menschen, die aufgestanden sind. Menschen, die akzeptiert haben, dass man etwas tun kann und tun muss, um diese Welt zu verändern. Deswegen habe ich größeren Respekt vor jedem noch so von mir kritisierten machthungrigen Politiker und vor jedem noch so von mir kritisierten geldgeilen Superreichen als vor Menschen, die sich als Opfer hinstellen und nichts dafür tun, um diese Welt positiv zu verändern, sondern im Gegenteil nur noch andere mit in diesen krankhaften Kreislauf reinziehen wollen und Gehirnkonstrukte von geheimen Machtbünden so tief in ihren Geist verankert haben, dass sie dann niemals wieder rauskommen werden.
haben. Steht auf, macht was. Ihr müsst nicht der neue Bill Gates werden. Tut einfach etwas Positives, engagiert euch politisch, pflanzt Bäume, helft euren Nächsten. Immer mit dem Wissen, dass ihr was verändern könnt. Die Welt, die ändert sich seit Tausenden von Jahren. Und ratet mal, wer maßgeblich dafür verantwortlich ist. Die Menschen. Und du bist ein Mensch. Jeder Mensch. Und das hat die Geschichte bewiesen. Egal wie arm oder wie reich er am Anfang seines Lebens gewesen ist, hat die Möglichkeit etwas zu verändern. Aber der erste Punkt ist, das zu realisieren, dass man etwas tun kann. Aufhören mit diesen ganzen Schmotter und Rumlamentiererei und öffentlichen Wehklagen, konstruktive Kritik, gemeinsames Analysieren und daraus entstehende Handlung, das ist es, was getan werden muss. Und nicht immer neue Geschichten einfallen lassen, warum man etwas nicht tun kann, warum die Menschen dort sind, wo sie heute sind, warum wir das System haben, was wir heute haben, warum all diese Probleme existieren, wie Hunger und wie Leid, dafür ist nur einer verantwortlich. Und das bin ich als Mensch. Ich hoffe, ich konnte den ein oder anderen, der sich auch an der Schwelle zur Opferrolle befindet, noch einmal dazu bewegen, über die Schulter zurückzuschauen und sich ganz genau zu überlegen, was er sich und seiner Umwelt damit antut, wenn er sich in diesen Kreislauf dieser ganzen "Wir können eh nichts ändern" Lamentiererei mit reinziehen lässt. Selbst wenn du denkst, dass du nichts tun kannst, um diese Welt zu verbessern. Ist es nicht wenigstens sinnvoller, es probiert zu haben?